Der Überseehafen Emden an der Mündung der Ems in die Nordsee kann im Jahre 2018 einen Seegüterumschlag von fast 5 Millionen Tonnen verzeichnen. Der Bahnhof Emden Außenhafen. Hier fährt heute die Westfalenbahn. Im Stadtgebiet wird auf einer Klappbrücke der Ems-Jade-Kanal überquert. Seit 1964 ist Emden Produktionsstandort der Volkswagen AG, gebaut für die Käferherstellung. 1978 ist hier der letzte vom Band gelaufen. Heute werden unter anderem der Passat und die Kombiversion Variant gebaut. VW betreibt auch zwei große eigene Verladebahnhöfe, bedient von Werkslokomotiven. Diese Autos sind für den Export bestimmt. Der Zug rollt direkt zur Verladung am Kai. Wenig später ist ein Leerzug auf dem Rückweg. Mit etwas über 50.000 Einwohnern ist die Stadt Emden die größte Ostfrieslands, im Wesentlichen bis heute vom Seehafen geprägt. Der alte Binnenhafen, heute eher touristisch genutzt. Eine V90 bringt den nächsten VW-Autozug zum Rangierbahnhof. Diese Kraftfahrzeuge sind für den europäischen Markt bestimmt. Im Rangierbahnhof wird die Fuhre übernommen und weiter befördert. Ein ÖBB Taurus ist vorgespannt. Ortswechsel nach Cuxhaven, an der Nordsee-Elbmündung gelegen. In Hafennähe liegt der Bahnhof Cuxhaven. Im Stundentakt sind Triebwagen der EVB nach Buxtehude und Doppelstockzüge nach Hamburg unterwegs.
Auch Cuxhaven ist ein wichtiger Umschlagplatz für Container und Neufahrzeuge. Direkt am Bahnhof liegt der Güterbahnhof. Der Tiefwasserhafen Cuxport ist die Lebensader der Stadt. Fast 3 Millionen Güter werden im Jahre 2018 umgeschlagen. Daneben ist es die Neufahrzeuglagerung und Verschiffung. Cuxhaven zählt zu den größten Fischereihäfen Deutschlands. Neben einer kleinen Flotte von Krabbenkuttern fahren ab hier auch Trawler für die Hochseefischerei. Auch der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle. Dieses Gebäude diente einst dem Auswandererverkehr. Betrieben wird der alte Fischereihafen heute von der Plumbeck Holding. Die Gleise der Hafenbahn enden hier. Einst gab es an dieser Stelle einen Auswandererbahnhof, Endpunkt der sogenannten Amerika-Linie. Das Mehrzweckterminal der Hafenanlagen wird zu 74,1% von der Cuxport GmbH, einer Tochter der Rhenus AG, und zu 25,1% von der Hamburger Hafenlogistik AG betrieben. Ein langer Autozug wird zum Kai rangiert, geschoben von einem Euro-Runner. Neben dem Containerüberseeverkehr und der Neufahrzeugverschiffung ist der Umschlag von Anlagenteilen für Offshore-Windparks ein weiteres Standbein. Auch Teile für Festland-Windenergieanlagen gehören dazu. Die Hafenbahn in Cuxhaven hat nur wenige Gleiskilometer. Trotzdem wird ein großer Teil des Zu- und Ablieferverkehrs über die Bahn abgewickelt.